Okay, die können. Okay, die machen das auf die Unload Station, weil dann könnte man nämlich wirklich hier so eine fette Unload Station machen. Und dann ist ja ein fettes Band immer voll und die müssen bloß hier hin und her. Und naja, gut, das Problem ist natürlich, dass die teilweise auch dahin wollen, dahin. Man kann die leider nicht zuordnen, aber das wäre, glaube ich, echt geil, wenn man hier so ein Band hätte. Hier so ein Entladeband. Geht dann hier so, oder ich weiß nicht, wie dicht wir da rangehen sollten. Hier ist natürlich ein bisschen problematisch, weil da müssen wir die Claws hier zur Seite bringen. Mal gucken. So, und jetzt könnte man mit den Claws, wenn ich das richtig verstanden habe, hier einfach was draufpappen. Wie schnell sind die, ist die auch noch die Frage. Wie schnell machen die das? Erstmal müssen die hier das Ganze nämlich dann hochheben und dann raus schaffen. Jetzt sind die natürlich genau zwischen den zwei Fenstern. Genau dazwischen. Aber ist vielleicht nicht so schlimm. Wir werden mal gucken, wie man die Claws bauen muss. Wir haben hier eine Schiene. Hier ist auch eine Schiene. Kann ich dann hier einfach um die Ecke fahren? Krieg ich das hin? Mache was so. Oha! Was ist denn jetzt los? Ich kann mit denen rausfahren. Scheinbar kann ich nicht mit denen rausfahren. Oder ich muss oben ein Fenster bauen. Moment. Ich weiß nicht, ob das geht. Scheinbar schon. Tada! Ein Fenster gebaut. Easy, Alter. Easy. So, dann müsste ich hier aber irgendwann nochmal um die Ecke fahren. Damit die das da drüben abladen. Claws. Nicht ganz da, wo es abladen sollen. Die sollen das da abladen. Da an dieser Stelle. Diese eine Stelle sollen die das machen. So. Genau da. So, und hier. Weiß ich gar nicht. Können die jetzt. Können das auch hier so lang ziehen, theoretisch. Aber halt nur eins davon. Wenn ich so mache, müsste ich eigentlich von beiden Bändern was abladen können. Mal gucken, ob das geht. Aufnehmen. Aufnehmen. Geil. Müssen die im Kreis fahren? Ich bin gespannt. Das wäre, glaube ich, besser im Kreis fahren zu lassen, das Ganze. Sonst werden die sich wahrscheinlich die ganze Zeit im Weg stehen. Außerdem sind die dann effektiver und vor allem schneller. Dann machen wir hier mal noch ein Loch rein. Noch so ein Loch. Fenster, Loch. So, und dann lassen wir das Ganze im Kreis fahren. Was ist das ja eigentlich? Dient als Gleise für einen einzelnen Krallenzug. Klauen, die das Ende der Spur in umgekehrte Richtung erreichen. Was? Was? Ich verstehe das nicht. Warte nochmal. Klauenschiene, so. Nee, hä? Ist das eine Wippe? Wippt das nach unten? Das würde Sinn machen, dann könnte man so ein paar Sachen machen damit. So. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich das hier irgendwie erstmal löschen muss. So. Dann kommt hier eine Ecke rein. Yeah, und dann wird hier. Also, ob das jetzt Sinn macht, ich glaube eher nicht. Kostet das alles Strom? Ach,
guck mal, die fahren auch gar nicht einzeln. What the fuck? Das ist wieder ein Zug. Okay, das ist einfach ein Zug. Ich dachte, die fahren aber alle einzeln. Na gut, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, jetzt da so viele Entladestationen zu machen. Ja, die fahren irgendwie einzeln, aber selbst dann macht das keinen Sinn, so viele Ladestationen zu haben. Nein! Oh, natürlich. Natürlich. Ja gut, dann kann das aber, dann hätte ich aber auch nicht so einen Kreis machen müssen, theoretisch. Wir hätten auch wieder zurückfahren können, aber so geht's eigentlich schon. Ah, hier, guck mal, wie voll das jetzt ist. So, höchste Priorität, Leute. Höchste Priorität. Hier gibt's gar keine Priorität mehr, da drauf. Oder meckern da die Greifer auch rum? Nee. Heißt der Klauenzug. Stimmt, ihr habt recht. War natürlich dumm von mir. Haben sie eigentlich nicht mehr so einen langen Weg, aber die gehen halt immer zum Ende, ne? Die gehen immer... Wo holen die das raus? Immer dort. Dann muss er hier enden. Das wäre sonst sinnlos. Dann muss er hier enden. Weil wenn die immer bis dahinter fahren... Ja, das hat natürlich dann Sinn bei den Fahrzeugen, aber keinen Sinn, wenn es dahin geht. Traurig. Oder wir machen bloß zwei LKWs. Oder maximal vier, dass wir die hier wegmachen. Ja, die sind eh aus. Hier, das wir auch noch ausmachen. Dann machen wir den noch an. So, dann machen wir den auf Mittel. Den auch auf Mittel. Oder wir machen den hier einfach auf Niedrig. Dass sie den erst nur verwenden, wenn niedrig ist. So, jetzt fahren sie vielleicht mal in die Mitte. Aber dann sind die zwei anderen LKWs wieder da und dann ziehen sich dann zurück und werden dann wieder die ersten zwei beladen oder auch nicht. Na, jetzt aber. Ja, das ist jetzt schon etwas effizienter geworden. Was sagt denn unsere Statistik? Irgendwo gab es sie doch mal zu sehen. 2 Tonnen. Wir müssen aber 4 Tonnen schaffen. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Drohnen. Das wär's doch. Einfach mehr Drohnen. Aber wenn die Dinger direkt in den LKWs reinladen können, das wäre geil. Einmal quer drüber nehme ich mal an. Ich weiß nicht so genau. Dann können die das dann schön da reinhaken. Aber da brauchen wir halt, wie gesagt, noch ein bisschen Eisen und mehr Tonnen. Aber wir hatten doch irgendwo noch eine bessere Statistik, oder? Oder war das die hier? War noch was anderes vorhin. Irgendwo noch was anderes gesehen. 3-monatige Gewichts... Wir hatten, warte mal, wir hatten doch vor uns noch... Hier. So, Umsatz der letzten 6 Monate, Einnahmen des Vormonats, Umsatz der letzten 3 Monate, gut, das ist halt Rekordgewicht von 3 Monaten. Jetzt, die Sache ist so, das muss jetzt erstmal 3 Monate laufen, bevor wir sehen, wie viele Tonnen das jetzt auch sind, die wir hier rausklatschen. Aber wie man sieht, die Bots sind sehr beschäftigt, alles so schön wie möglich zu beladen. Selbst die Dinger werden ab und zu mal beladen, weil kein anderer LKW da ist. Krass. Aktuell steht... Was? Aktuell steht da nur? Aktueller Monat. Rom, aktuell 3 Monate Gewichtsausgabe. 1,98. Wird das jetzt noch mehr? Oder haben wir es gerade mal bis zu 2 Tonnen geschafft? Weil Eisen wiegt ja jetzt auch nicht so viel mehr. Und was halt schwierig ist, du kannst die Drohnen ja nicht trennen voneinander. Gut, man könnte wirklich versuchen zu sagen, okay, wir machen 2 Fließbänder. Ein Kranzug bedient das, bedient dieses Fließband, das gibt es dahin, eins bedient dann das da, dann sind das, ist das alles hoch und das ist dann niedrig und hier könnte man auch
Ah, jetzt war es mehr. 2,3 Tonnen. Geil. Wir bräuchten aber, wie gesagt, ein paar mehr. Aber wir lassen das jetzt erstmal so laufen. Because we haben jetzt... Oh, hier, guck mal. Könnten theoretisch, weil wir ja jetzt mehr als genug Forschungspunkte haben, können wir auch. Also 2, 3 können wir uns mal merken bis jetzt. Hier oben ist dann, glaube ich, durch dann demnächst, oder? 1, 2, 3, sind das Monate hier? Oder sind das, ist das 1, 2, 3, 4 Wochen vielleicht? 4 Wochen Strom bezahlen. Könnte hinkommen. Könnte hinkommen. So. Wir könnten hier zum Beispiel was machen. Wir könnten die Maschinen schneller machen. Die, damit die Klauen schneller sind. Oder die Drohnen halt auch schneller sind. Schnellere Drohnen! Schnellere Drohnen! Schnellere Drohnen! Einmal geht noch. Ne, 30% schnellere Drohnen haben wir jetzt. Oh yeah. Die Frage ist halt, wie lange wird das jetzt noch dauern, bis wir auf 4 Tonnen kommen? Wir müssen ja das Eisen auch noch alles aufbauen. Ich glaube, in der Zwischenzeit werden wir schon wieder genug Forschungspunkte haben. Dementsprechend könnten wir eigentlich die Drohnen noch schneller machen. Kostet ja eigentlich immer nur 100. Komm, scheiß drauf. So, 50% ist jetzt natürlich nicht mega schnell, aber sie sind etwas schneller. So schnell, dass die Claws nicht mehr hinterherkommen. Scheiße. Oh, Mist. Shit. Die sind einfach zu schnell, die Drohnen auf einmal. Oh, mal hier. Was ist denn das? Plus 2 maximal Krallen pro Spur. Hä? Ach so, ich könnte dann noch einen längeren Krallenzug machen, oder wie? Dann könnte ich dann hier 14 machen, oder was? Wahrscheinlich. Nee, ich weiß, dass man die Drohnen später nicht mehr braucht. Das ist mir schon klar, weil die halt so übelst unnütz sind. Also man kann die halt schlecht richtig benutzen und sagen, ey, ich möchte gerne 5 Drohnen dort an der Stelle haben, ich möchte gerne 5 Drohnen dort an der Stelle haben. Sondern die sind halt, die bewegen sich einfach, wo sie halt wollen. So, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass man die später nicht mehr braucht. Aber hey, Forschung läuft gerade ganz gut. Wir können sogar vielleicht, denke ich mal, noch eins anschließen. Oh, oder auch nicht. Hä? Was ist hier los? Lol. Der Zug ist... Hä? Ich glaube, der Zug ist zu klein. Da brauchen wir mehr Züge, damit der auch den hier hinten mal voll kriegt. Ja, hier ist ja genug drin. Sag ruhig, wie es ist. Die sind einfach dumm. Richtig. Meine ich ja. Die sind einfach dumm. Der fette 10-Waggon-Zug ist übelst voll jetzt. Jetzt geht's los. Los, rein da. Rein da. Alter, wie viele Waggons willst du noch reinstecken? Scheiße. Vielleicht müssen wir die andere Kohle auch noch anschließen. Ja, eigentlich hast du recht. Chiu. Könnt ihr einfach... Komm, machen wir voll. So. Der hat ja nachher noch hier noch was zu holen. Hier, und dann würde ich den vielleicht hier dann direkt, dass er hier direkt dann seine neue Kohle auch noch dazu nimmt. Oh, das machen, aber ja, also vielleicht ein bisschen übertrieben, das jetzt schon zu machen. Ich glaube, das sollte jetzt durch diesen mega langen Zug. Lol, der jetzt hier hinten schon fast wieder entlädt, während er noch lädt. Interessant. Jetzt wird hier auch voll gemacht. Sehr gut. Ja, yeah, dann können jetzt auch mal wieder ein bisschen geforscht werden hier. Der Zug war einfach zu kurz. Der war einfach zu kurz. Okay, so weit, so gut, Leute. Hier aber, wie man sieht, könnte eigentlich noch mehr abgebaut werden. Oh, der ist aus.
Ah ne, natürlich ist der aus, wegen dem scheiß Drohnen. Sonst holen die sich da einfach was. Ja, die Claws holen sich natürlich alles jetzt von dort. Und das lassen sie einfach stehen. Also diese ganzen Fabriken, die hier in der Mitte, die werden eigentlich so gut wie gar nicht gebraucht. Aber die verbrauchen Kohle? Hier bewegt sich gar nichts, ne? Hier, bei den sechs bewegt sich nichts. Doch, der arbeitet hier. Ach, tatsächlich, der hat ein bisschen bewegt. Der arbeitet auch. Okay, ab und zu arbeitet anscheinend noch einer. Vielleicht nimmt er doch ab und zu mal hier einen weg. Werden wir gleich sehen. Naja, ab und zu vielleicht mal. Okay. Es hat mich gewundert, dass sie runtergegangen ist. So. Jetzt. Eisen brauchen wir eh noch. Sonst kriegt man unseren Ladedings nicht. So, dann. Wir könnten mal eigentlich eine kleine Extrafabrik bauen. Und dann vielleicht hier hinterbringen irgendwie per Zug oder von mir aus dann auch per Claws. Ich weiß gar nicht, wie groß so eine Fabrik nachher wird. Also, das ist ja jetzt ganz normal Eisenschmelzen bloß. Mehr ist es ja erstmal nicht. Alter, ich krieg das hier nicht angeklickt. Das ist ja eigentlich bloß ein bisschen Eisenschmelzen. Oh, wir brauchen noch Strom. Guck mal, hinten noch ein Stromwerk hin. Wie teuer ist so ein Stromwerk überhaupt? 25.000. Hier nicht hin. Shit. Kriegen wir die Claws dann noch hier vorbei? Okay. Boom, Stromausfall der ganzen Fabrik. Ja, ich dachte, das kriege ich da hin. Ja, das kriege ich da locker noch vorbei. Easy, wenn ich da drüber führe. So, we need. Als allererstes brauchen wir die Dinger. Alarm! Alarm! Alter, ich brauche mal was zu trinken, ey. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht müssen wir mal demnächst mal eine Pipi-Pause machen. So, das Ganze wird rausgepumpt. Von mir aus wieder mit einem Zug rein. Weil im Prinzip soll das das gleiche Aufbau sein, weil ich sehe hier beim Rezept jetzt auch nicht, hier Eisen ist einfach nur Eisenerz. Raffinerie, fertig. Eigentlich der gleiche Aufbau wie hier. Nur nicht so riesig. Wir könnten die Fabrik genauso groß bauen wie hier. Müsste man nur später mal irgendwie das ganze Eisen, hier drüben ist nämlich auch noch Eisen. Man könnte auch sagen, hier machen wir eine Eisenfabrik und dann bringen wir das Eisen darüber. Ich glaube, hier hinten war auch nochmal irgendwo Eisen. Oder auch nicht. Hier ist auch noch Eisen. Könnte man halt auch dann irgendwann hier runterführen vielleicht. Oder wir machen hier Eisen, weil dann können wir nämlich mit der Kohle, die hier gemacht wird, und mit dem Eisen, das hier gemacht wird, hier drüben vielleicht noch eine Fabrik aufbauen, die dann diese Eisen, wie heißt das, Stahlplatten macht. Sieht zwar nicht aus wie Stahlplatten, aber ne, ich glaube, ich mache einfach hier jetzt erstmal meine kleine Eisenfabrik hin. Meine süße kleine Eisenfabrik. Erstmal wird alles ausgesaugt hier. Ja, mal, das ist ja nett. Das ist ja nice. Na gut, den letzten kann ich dann schlecht aussaugen. Fällt mir gerade auf. Weil die Wagen müssen ja länger fahren, sonst kann ich das ja nicht aufsaugen hier. Ich dachte mir gerade, ich fahre einfach nur hier hin und her und dann habe ich hier einen Speicher oder so und fertig. Wäre natürlich geil gewesen, aber hier kann immer nur ein Wagen befüllt werden. Wobei, das ist ja auch nicht das Problem, oder? Wenn hier eh die Strecke so kurz ist. Und ich einfach ganz frech hier so einen Tank reinhau. Großen. Könnten doch locker alle befüllt werden. Oder habe ich da irgendwo gerade einen Denkfehler drin? Weiß, ich habe öfter mal einen Denkfehler drin. So, war schon richtig rum. Könnte doch von mir aus auch einfach nur ein Wagen oder so rumfahren. Ich meine, vielleicht ein bisschen wenig ein Wagen. Vielleicht zwei. Müssen wir einfach mal gucken. Wir haben natürlich keinen Strom.
Ich bin ein Wagen. Ich fahre hin und her. Ich bin ein Wagen. Ich fahre hin und her. Gebt mir euer Eisenerz her. Der letzte guckt dann schon ein bisschen aus der Röhre. Aber es geht. Wie man sieht. Ja, easy. Funktioniert. So, vielleicht könnte man auch zwei Wagen machen. Gut, da hinten wird es eh nicht. Ja, geht doch eigentlich. Dann nimmt alle dreimal ab. So. Sehr gut. So, dann machen wir wieder so einen Kreisverkehr. Das heißt im Endeffekt, hier wird eingeladen. Dann geht's rum. Das heißt, das hier wäre in der Fabrik, das hier wäre außerhalb der Fabrik. Je nachdem, wie groß man die gestalten möchte. Aber die Halle kann ja ruhig größer sein, ist ja kein Problem. So, hier haben wir ja auch sowas gemacht, ja. Die Halle kann ja locker größer sein. Kann man die eigentlich jetzt direkt schon hier so liegen lassen und da jetzt einfach die Mauer drum bauen? Oder ist da Problem? Und vor allem, wie müssen wir die bauen? Ach so. Hier hat es halt genau gepasst. Da war das Gleis nämlich genau an der Stelle. Das muss man auch ein bisschen beachten. Wenn ich jetzt sage, wir können so machen, dann kommen wir nicht um die Kurve. Also müssen wir ab hier anfangen. Ach stimmt. Nein, das wollten wir ja eh woanders hin machen, dieses Gleis hier. Er geht nicht. Gut. Gut zu wissen. Wie, was haben wir denn das hier gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wobei, hier müssen wir natürlich jetzt auch noch beachten, das Zeug soll ja nachher wieder nach drüben geschafft werden. Aber da können wir die Claws nehmen und dann rechts einfach so dazwischen durch. Dann können wir die auch irgendwie verladen. Hier. Wenn die hier rauskommen, die Claws, dann können wir die hier mit rüberbringen irgendwie. Guck mal, wir können ja auch zwei Fließbänder, beziehungsweise können wir hier das hier reinladen, das Eisen dann hier reinladen oder wie auch immer. So, das heißt, die Dinger kommen weg. Alter, die sind leer. Lol. Okay, das ist natürlich krass. Wird, glaube ich, Zeit, dann die andere Kohle noch mit anzuschließen. Na gut, wenigstens die Forschungstank ist ja jetzt auch voll. Und nein, das bedeutet, wir schmeißen Kohle weg. Oder? Gleich schmeißen wir Kohle weg. Jetzt schmeißen wir Kohle weg. Aber ich kann es auch nicht anders machen. Wenn ich das ausmache, dann gehen die leeren Kisten zwar auch weg, aber dann bleibt hier eine Kohlekiste stehen. Und dann gehen die hier, kommen die hier natürlich weiter, die ganzen Kisten. Aber hier geht eine Kiste dann da, wird ausgesaugt, dann ist eine leere Kiste, die nicht zerstört wird. Dann stagniert ja einfach alles. Stau. Dementsprechend brauchen wir mehr Forschungslabore, damit die Kohle auch weggeht. Ist einfach so, Leute. Traurig, aber es ist wahr. Wir müssen mehr Kohle vernichten. Ich weiß nicht, wie lang ist denn der Zug? Der ist gar nicht so lang, ne? Ah, stimmt. Jetzt gibt es ja auch sowas wie... Wir können jetzt die Clown-Züge oder Klauenzüge benutzen, um das... Die volle Kiste ja wegzubringen nachher. Aber wenn dann hier irgendwo staut, weil hier staut sich ja auch die ganze Zeit, wie sieht man ja. Ob das hier staut sich ja auch, na hier staut sich eher weniger, hier bräuchte man mehr. Hier müsste mehr drauf gemacht werden, aber im Prinzip.
Weil, wie man sieht, diese Kohle ist immer leer. Ich will mal Space drücken, um Pause wegzumachen. Diese paar. Dieses eine Teil hier wird das nicht rausreißen. Wie man sieht. So, mach doch den Weg unten kürzer vom Klauenzug. Das stimmt, der Knick wäre eigentlich nicht nötig. Wobei natürlich dann auch hier kein Band mehr ist, ne, im Endeffekt. Aber im Prinzip wäre es nicht nötig. Der könnte auch hin und her, wenn er hin und her fahren könnte, nicht. Aber du hast schon recht. Lass den mal kurz ein bisschen abändern. Müssen wir mal ganz kurz warten. Weil ich von uns auch immer Kisten weggerissen habe. Jetzt möchte ich irgendwie die Kisten hier nicht wegreißen. Bin halt merkwürdig. So. Wie erwischt man das am besten? So. Ich 150 Dollar krieg ich zurück. Aufpassen. So. So. Ja, jetzt noch ein Drop Point. Am besten so weit hinten wie möglich. Kürzerer Weg. Und alle Claws sind weg. Cool. Ja, komplett nochmal neu kaufen. Scheiße. Wie viel Geld wir einfach haben. Krass. Richtig reich. Wenn wir das eine Stufe höher gebaut hätten, das geht ja, glaube ich, bei denen leider nicht, bei den Fließbändern, aber wir könnten noch. Aber die können ja auch nur bei Lade- und Entladestationen können die ja auch nur aufleben. Können ja nicht von einem Fließband aufnehmen. Krass, wie viele Trucks hier einfach mit Sachen befüllt sind. Geht ein bisschen schneller.